Checken wir heute mal aus, wie gut das Mud Lava Clay von No Gunk ist. Starten wir immer mit der Verpackung. Die Verpackung ist nichts Besonderes, weder vom Design her noch vom Tiegel. Wir haben hier so eine Blechdose und das Design ist auch so lala. Kommen wir zum Geruch. Der Geruch war für mich erstmal schwer identifizierbar und wenn ich das in irgendeinen Kontext bringen möchte, dann ist das so ein nussiger Lebkuchen, den ich mir tatsächlich auch persönlich ungern in die Haare schmiere. Kommen wir zu den Inhaltsstoffen. Wir haben hier ein Haarstyling-Produkt mit ausschließlich 100% guten Inhaltsstoffen, von daher volle Punktzahl. Meine Vorfrisur vor dem Styling sieht aktuell wie folgt aus. Weiter geht's mit der Konsistenz. Wir haben hier eine relativ weiche Konsistenz und das gleicht eher einem Cream Clay, was meiner Meinung nach sehr angenehm ist. Weiter geht's mit dem Auftragen. Da das Produkt relativ weich ist, konnte man das Produkt relativ gut in den Händen verteilen. Das Produkt hat sich allerdings nicht rückstandslos aufgelöst in den Händen, sondern man hatte noch so einen leichten Film in den Handflächen, auch nach dem Verreiben. Kommen wir zum Styling. Wie immer habe ich meine Haare erstmal ein wenig pre-gestylt, habe meine Haare als erstes mal etwas angefeuchtet, dann ein, zwei Drops Arganöl in die Haare eingearbeitet und dann einen Föhn dazu genommen und eine Föhnbürste und habe meine Haare dann erstmal auf mittlerer Stufe erstmal ein wenig in Richtung geföhnt. Das war dann meine Ausgangssituation und dann habe ich das Produkt vollständig in meine Haare eingearbeitet und überall in meine Haare verteilt. Habe dazu dann auch nochmal die Föhnbürste mit dazu genommen und später dann auch noch einen feinen Kamm, um meine Haare einfach noch ein wenig zu ordnen. Mit dem Styling hat es an dieser Stelle tatsächlich ein bisschen länger gedauert. Ich war mit dem Styling an sich nicht ganz so zufrieden. Trotz Pre-Styling sind meine Haare nämlich hier und da einfach immer etwas rausgefallen und ich konnte meine Haare mit dem Produkt leider an dieser Stelle nicht bändigen und es hat wirklich lange gedauert, bis ich gesagt habe, okay, so ist meine Frisur tatsächlich zu Ende gestylt. Meine Nachher-Frisur sah dann wie folgt aus. Weiter geht's mit dem Halt. Es wird mit einem starken Halt geworben und das kann ich an dieser Stelle weder bestätigen noch nachvollziehen, dass damit geworben wird, denn der Halt ist an dieser Stelle wirklich leicht bis maximal mittelmäßig. Dementsprechend muss ich an dieser Stelle nochmal mit Haarspray nacharbeiten und meine Haare fixieren. Kommen wir zum Finish. Auch an dieser Stelle war ich etwas irritiert, weil hier an dieser Stelle mit einem matten Finish geworben wird und das ist an dieser Stelle maximal halb matt. Ich fand sogar, dass es teilweise etwas glänzend war. Auch hier kann das Produktversprechen meiner Meinung nach nicht eingehalten werden. Wie sieht es mit der Auswaschbarkeit und dem Preis des Produktes aus? Also zur Auswaschbarkeit, ihr bekommt das Produkt sehr gut auch nur mit Wasser aus den Haaren herausgewaschen. Das kann ich an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal bestätigen. Und zum Preis, ihr bekommt 50 Gramm von dem Mud Lava Clay von No Gunk für 19,99 €. Das finde ich für diese Menge und für dieses Produkt leider etwas zu teuer. Deshalb an dieser Stelle auch Punktabzug. Für wen ist das Produkt jetzt geeignet und kann ich persönlich das Produkt weiterempfehlen? Ja, das Produkt kann ich allein aufgrund der Inhaltsstoffe natürlich auf jeden Fall weiterempfehlen. Was die Performance-Punkte angeht, war ich ehrlich gesagt enttäuscht, weil Halt, Finish und auch das Styling hat mir persönlich nicht ganz so gut gefallen. Ich würde dieses Produkt vorwiegend Leuten empfehlen, die feine bis normale Haare haben und die wirklich was Natürliches in den Haaren haben möchten und bei denen halt der Halt und das Finish eher nebensächlich ist. Kommen wir zur totalen Punktzahl. Das Mud Lava Clay von No Gunk erhält all in all 31 von möglichen 50 Punkten. Link zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Infobox und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haarestylen.